PMDWE. Sage der Flamme. 4. Sterben des Sturmes. Kapitel 1. Terrus Plan. Na los, beeil dich. Was glaubst du, wer du bist, so zu trödeln, wenn Omegon nach dir rufen lässt? Dieses beschissene Impagator. Das Pokémon, welches derzeit als Diener Omegons auftrat, hasste das Pokémon schon nach wenigen Wochen in Silberdorf. Jedes gesprochene Wort stärkte diese Abneigung nur. Während die anderen Pokémon seines Teams einen recht normalen Eindruck machten, schien dieser Günther auf nichts bedacht als Kampf und Heimat. Er war auch der Einzige, der an diesem Ort wirklich mit Leib und Seele hinter Omegon stand. All die anderen Pokémon kannten die Pläne des Tyrannen nicht einmal. Sie alle glaubten, etwas Gutes zu tun. Aber der Diener durfte auch wieder kein Wort verraten. Alles Teil einer Abmachung, an welche er sich ohnehin nur unter innerem Widerstand halten konnte. Und dazu traute Günther dem Diener sichtlich kein bisschen. Egal was er tat. Selbst wenn Omegon ihn zum Vertrauen aufrief. Aber das Impagator konnte sich scheinbar einfach nicht vorstellen, dass ein Pokémon eines anderen Weltenbaumes kooperationsbereit wäre, wenn es denn die Wahrheit kennt. Ich halte mich für ein Pokémon, das ich nicht hetzen muss. Es ist nicht, als hätte Omegon es schon jemals wirklich eilig gehabt. Dann hab ich es eben eilig. Ich habe den Eindruck, dass du deinen Platz in diesem Spiel noch nicht ganz verstanden hast. Omegon steht über allem. Und ich habe mich entschieden, mich ihm anzuschließen, da mir selber dieser Weltenbaum wichtiger ist, als es all die anderen je sein könnten. Und du hast dich Omegon unterworfen. Heißt, du stehst unten in der Hierarchie. Das halte ich für ein Gerücht. Es wäre mir sehr neu, dass Lord Omegon dir oder mir sagte, dass ich dir unterstehe. Ihm ja, aber dir. Der einzige Grund, aus dem ich hier bin, ist, dass Omegon dich aufgefordert hat, mich hier unterzubringen. Da ich mich nicht in den anderen Weltenbäumen blicken lassen soll, solange ich nicht auf Mission bin. Und deine Freunde scheinen auch kein Problem mit mir zu haben. Weil sie die Wahrheit nicht kennen. Und du es weder als ihr Anführer, noch als ihr Freund für notwendig hältst, sie diese wissen zu lassen. Kurz verstummte Günther. Offensichtlich nicht bereit gewesen für so ein Konter. Sprich nicht, wenn du keine Ahnung hast. Sie dürfen es zu ihrem eigenen Besten nicht erfahren. Weil ihnen diese fremden Welten wichtiger wären als alles, was wir uns als Team erarbeitet haben. Einem inneren nobles Denken, doch eines, welches nur auf einem eigenlosen Sinn der Selbstentfremdung lebt und unter dem Gedanken der Wahl. Während ihrem Streit hatten Omegons Diener und Günther bereits den Kern des Weltenbaumes erreicht. Omegon bereits in voller Erwartung. Nun, ihr beiden seid angekommen. Ich möchte euch beiden einige Neuigkeiten mitteilen. Und im Anschluss unter vier Augen mit meinem Freund hier reden. Günther, du wirst dich entfernt, aber abrufbereit halten. Wie immer. Zunächst aber. Ich habe die Reisenden selber treffen können. Ein kleines Gespräch führen. Sie sind interessante Pokémon. Jedes Wissen und alle Worte scheinen an ihnen bloß abzuprallen. Stattdessen wollen sie reisen, im Bewusstsein, dass ihre gesamte Reise ein Pfad ins Leere ist. Eine Lüge ihrer sogenannten Götter. Ich kann wahrlich nicht sagen, ob sie mutig sind. Oder einfach dumm.
Doch so oder so gab es einen Grund für unser Aufeinandertreffen. Ein Grund, der mich doch selber auch getroffen hat. Sie haben die Zweigwelt durchqueren können. Den Weltenkern im Wald gefunden. Der Diener dachte sich ehrlich gesagt relativ wenig bei alledem. Flamme und Sol waren scheinbar wirklich stark geworden. Zusammen mit diesem Absol. Günther hingegen reagierte deutlich extremer. Sie haben den Wald durchquert. Und das nachdem unsere Freunde informiert wurden. Wie kann das sein? Was haben sie getan? Sie können doch nicht wirklich... Was ist mit Bulbi? Mit Funkenherz? Mit Ivy? Sie können doch nicht geschlagen worden sein! Irgendwas war komisch. Omegon schien für einen Sekundenbruchteil überlegen zu müssen. Seine Stimme hatte einen Hauch der Unehrlichkeit in sich. Oder zumindest ein der Verheimlichung. Es gab irgendwas, was der Tyrann nicht verraten wollte. Schlimmer als nur das. Nein, sie wurden nicht besiegt, sondern überzeugt. Es ist mir ein Rätsel, wie dies geschah. Doch die drei Reisenden konnten all die Pokémon ihre Wahrheit tolerieren und glauben lassen. Haben sich dadurch sogar Hilfe bei der Suche nach dem Weltenkern gefunden. Selbst Ivy hatte gekämpft, aber wurde dann umgestimmt. Mehr als gewisse Akzeptanz kam von niemandem. Doch genug, um die drei ziehen zu lassen. Und damit zum Thema. Günther tritt ab. Mein Freund und ich wollen besprechen, wie wir die weitere Reise unserer Feinde stoppen können. Der Blick des Impagator war erfüllt von Ungläubigkeit. Doch Einspruch erhob er nicht, sondern verließ die eigenartige Grotte wieder. Nun dann, mein Freund, verbleiben noch wir beide. Bestimmt kannst du dir schon denken, worum es geht. Die Reisenden haben meinen Weltenbaum wieder verlassen. Ich habe sie in jenen des Sturmes geschickt. Und natürlich kann ich sie da doch nicht sich selbst überlassen. Was soll ich tun? Nun, ich habe bereits einen Plan, der sogar deinem Ideal folgen dürfte. Weißt du, die Wurzelwelt des Sturmes ist eine eigenartige. Tundils Kern ist an einem geheimen Ort, welchen die Pokémon nicht kennen. Deswegen ist er immerhin geheim. Aber so ist ja auch jeder Weltenbaum. Nun, die meisten. Aber ja, es gibt einen Ort, welchen die Pokémon mit dem Weltenkern, mit Tundils Kern sogar, verbinden. Ein riesiges, mystisches Labyrinth. Ein Labyrinth, in welchem jeder falsche Schritt ein großer Fehler ist. Legenden besagen, dass der Gang eines falschen Weges einen in den Untergrund stürzen lässt. Ein Untergrund, aus welchem nichts entkommt, was größer als eine Echse ist. Und diese nur durch Luftlöcher. Allerdings soll sich in diesem Labyrinth auch der Schlüssel verstecken, welcher den Kern Tundils offenbart. Nun, den Aufenthaltsort des Labyrinths kennen nur wenige. Doch wie ich die Reisenden kenne, werden sie ihn herausfinden. Aber am Labyrinth selber, wie wollen sie es denn durchqueren? Nun, den Aufenthaltsort des Labyrinthes kennen nur wenige. Nun, die Weltengeister waren nicht stumm, als sie erfuhren, dass ihre Erwählten nicht mal die Wurzelwelt erreichen könnten. Tundil
kennt natürlich den Weg durch sein eigenes Labyrinth. Doch wie teilt sie diesen nun mit? Nun! Praktischerweise gibt es in Terrosheim ein Pokémon, welches den Reisenden helfen möchte. Dieses Pokémon beging große Fehler, enttäuschte seine Heimat, zeigt deswegen Reue. Und um diese Buße zu begleichen, gab Terros ihm die Aufgabe, die Pfade des Labyrinthes zu erlernen und die Reisenden zu leiten. So viel verstehe ich. Wo komme ich ins Spiel? An jenem, an dem du lernst, dass nicht einmal Terros diesen tollen Plan kennt. Nun verlor der Diener jedes Verständnis. Die Weltengeister hatten keine Ahnung von ihrem eigenen Plan. Wie als Antwort erschien vor dem Pokémon eine Karte, überzogen von gar endlosen Linien, erfüllt von X'en und einer einzelnen roten Linie. Sie wissen nichts davon, da sie diesen Plan nie hatten. Das ist bloß, was die Reisenden glauben sollen. Also los! Beginn zu büffeln! Denn du wirst sie am Labyrinth erwarten, ihn als Leiter zur Seite stehen. Bloß, dass du sie in die Irre leiten wirst. Nirgendwo sonst hin. Mitten in eine Falle. Ein der Abgründe in den unentfliehbaren Untergrund. Also, soll ich mir das Labyrinth einprägen und sie unter dem Vorwand, dass Terros mich schickte, täuschen? Aber wie soll ich sie dazu bringen, mir zu vertrauen? Hast du nicht das perfekte Alibi? Ich habe es gerade genau erklärt, mein Freund. Deine Zeit der Reue ist noch nicht zu Ende. Und Terros möchte dir eine Chance geben, deine Fehler gut zu machen. Das ist, was sie erfahren werden. Was sollen sie denn dagegen sagen? Es ist ein nachvollziehbarer Grund. Ein logischer. Selbst wenn sie nicht wahrlich trauen möchten, sollen sie es anfechten. Selbst wenn sie es tun, nennen wir eine Alternative. Sollen sie alleine in das Labyrinth rennen? Gerne doch. Die Chance ist nahe null, dass sie auf diesem Weg an ihr Ziel gelangen würden. Stattdessen würden sie ohne Beihilfe in die Tiefe stürzen. Und wenn sie das würden, warum muss ich mich ihnen dann offenbaren? Wäre es nicht eine bessere Waffe, meine Identität geheim zu halten und sie alleine in die Tiefe stürzen zu lassen? Höre ich da etwa Zweifel an meinem Plan? Oh nein, sie müssen früh von dir wissen. Lassen wir sie unbeeinflusst, so besteht das Risiko, dass sie jemanden suchen, der sie durch das Labyrinth führt. Und zwar jemanden, der auf ihrer Seite steht. Außerdem, auch wenn die Chance sehr gering wäre, dass sie das Labyrinth alleine bestehen, ich gehe doch lieber sicher. Deine Identität ist keine Waffe. Obwohl, vielleicht doch, wenn offenbart. Der Plan missfiel dem Diener. Mehr als nur, dass er hasste ihn. Er hatte nun Wochen in einem fremden Weltenbaum zubringen müssen, da Omegon angewiesen hatte, dass er sich nicht in seiner Heimat zeigen dürfte. Nicht irgendwo anders. Aber direkt nun, im Anschluss, musste sich der Diener doch offenbaren. Und das gegenüber dem Feind selber. Doch gleichzeitig, was sollte er machen? Widersprechen?
Omegon würde nicht hören, nur drohen. Sich widersetzen? Er hatte einen Deal und wenn er diesen brach, dann würde seine Heimat mit dem Rest der Weltenbäume verenden. Gehorsam war die einzige Option. Gut, Lord Omegon. Nur, wie soll der Plan beginnen? Du hast mir erklärt, dass sie von einem Wegführer erfahren soll, noch lange bevor sie am Labyrinth ankommen. Wie soll ich das anstellen? Ich kann es ihnen nicht selber mitteilen. Wenn sie mir dann misstrauen, dann haben sie all die Zeit, sich vor der Ankunft am Labyrinth jemand anderen zu suchen. Und genau deswegen müssen die Einheimischen die Reisenden überzeugen. Und dafür, du siehe. Und das wird keine schwere Aufgabe. Nein, dafür sind die Pokémon des Sturmes zu verzweifelt. Ihr Weltenbaum stirbt bereits. Sie sehen ihre Heimat niedergehen. Wenn du dort nun auftauchst, in deiner normalen Gestalt, ein fremdes Mon, welches den Standort und Weg durch das Labyrinth kennt, sie werden dir nahezu aus der Hand fressen. Jedes deiner Worte in Gold aufgewogen. In reinstem Gold. Auch wenn es keine Hoffnung für sie gibt. Wenn es so scheint, als gäbe es den kleinsten Funken. Dann werden sie ihn preisen. Nicht loslassen wollen. Bis sie selber merken, dass sie sich noch selber schaden. Also. Ich wiederhole noch einmal. Ich werde in die Wurzelwelt des Sturmes reisen. Ohne meinen Umhang oder meine Waffe ausgerüstet. Und den Pokémon dort beweisen, dass ich Wissen habe, welches mir nur ein Weltengeist geben könnte. Somit werden sie den Reisenden von mir erzählen. Während ich bereits am Labyrinth bin und mir die Wege einpräge. So, dass sie mich dort antreffen werden. Nachdem die Bewohner sie dorthin geleitet haben. Dann, nein, das machst du anders. Sie sollen von dir erfahren. Doch die Einheimischen kennen zu größten Teilen den Weg zum Labyrinth nicht. Es gibt nur sehr wenige, die es tun. An jedem Ort, zu welchem ich dich bringen werde, ein einziges Pokémon. Ein Trikefalo. Sorge dafür, dass sie den Weg nie erfahren. Wenn sie das Labyrinth nie erreichen, dann wäre es doch noch besser, als wenn du sie nie antriffst. Und wie? Unsere Abmachung fordert dein Gehorsam. Nicht, dass ich alles übernehme. Auch wenn ich dafür geeigneter bin. Überleg dir selber was. Handle auf deinen Wegen, aber nach meinen Worten. Ja, Lord Omegon, ich werde mir etwas ausdenken. Also wenn, falls ich die Reisenden am Labyrinth treffe, werde ich versuchen, sie von meiner Glaubwürdigkeit zu überzeugen. Schaffe ich dies nicht, gehe ich sicher, dass sie versuchen, das Labyrinth alleinig zu durchqueren, anstatt jemand anderen zu suchen. Sollten sie dies nicht, gehe ich sicher, dass sie es nicht durch Narrenglück durchqueren. Falls sie mir wahrlich vertrauen sollten, dann führe ich sie voran, werde sie für eine Weile in Sicherheit wägen, bevor ich sie in eine Falle führe. Der Plan ist erfolgreich, wenn sie das Labyrinth nie durchqueren. Entweder, dass sie es nie erreichen oder beim Durchqueren scheitern. Habe ich damit alle wichtigen Punkte verstanden? Nun, sag mir, es klingt so. Ob deine Kompetenz der Durchführung meines genialen Plans gerecht wird, ist eine andere Frage. Aber irgendwie wird es schon genügen. Also,
Wenn wir dann fertig sind, würde ich gerne zurück in mein Heim kehren. Los, mach dich auf! Warte, eine Frage habe ich noch.